Das Endergebnis vom Splatfest müsste ja schon angekündigt sein, beziehungsweise müsste ja schon da sein, weil nach dem Splatfest dauert es ja nur 1 bis 2 Stunden. Und ja, ich bin gespannt, welches Team gewonnen hat. Hey, da sind wir wieder. Zeit für das Neueste aus Inkopolis. Direkt vor Ort am Inkopolisplatz. Vor den Arena-Neuigkeiten hat Marina noch etwas für uns. Wie? Was? Im Moment habe ich nur eine leichte Panik. Na, die Ergebnisse vom Splatfest sind noch da. Sind sie? Ach so, ja, also die Ergebnisse vom Splatfest sind da. So, dann schauen wir zuerst mal, welches Team am beliebtesten war. Finden wir es raus. Und? Okay. Mal wieder die Mehrheit, wie immer. Okay, naja, nicht wie immer. Das letzte war bei der World Premiere, aber das hat nicht gezählt. Okay, soweit so gut. Aber es hat ja nichts mit den Stimmen zu tun, welches Team zum Schluss halt gewonnen hat, ne? Ja. Ja, der wird da unterschieden, okay. Und. Oh! 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 Okay! Okay! Scheiße! Vor allem gleich, ne? Das Solo und Teamer noch gleich, das. Perla ist geschockt! Okay, dann hat halt Major gewonnen. Naja, gut, okay, passt schon. Verdammt! Sieger des Splatfests ist. Wow! Naja, gut. Dann hat halt mal das Team von Perla gewonnen. Naja. Ja. Mayo hat gewonnen! Ja, freu dich, wie ein 10-jähriges Kind, wie du auch aussiehst. Naja, gut. Mayo ist das Beste, yo. Jeder mit Geschmack ist froh, ho. Ja, okay, übertreib nicht. Bleibt mir mit Ketchup bloß vom Leib, denn Mayo hat den coolsten Vibe. Okay, ich muss gestehen, der Reim war cool. Auch wenn ich Perla auch nicht so krass leiten kann. Aber okay. Ein Lied über Mayonnaise, das wird sicher ein Hit. Meinen Respekt an Team Mayo, ihr wart echt fett. Der beim Splatfest dabei war, bekommt seinen Preis auf dem Inkopolisplatz. Okay, dann wieder dieses Standardgedöns, das. Interessiert uns jetzt nicht so krass. Aber ich muss schon sagen. Okay, ich habe vollsten Respekt. So krass habe ich damit jetzt eigentlich auch nicht gerechnet. Naja, wobei es war ja weltweites Splatfest sogar gewesen. Und naja. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die Amis benutzen ja sowieso meistens Mayonnaise oder so. Kann das sein? Ich kenne mich jetzt nicht so genau aus. Aber hab ich mal gehört, ne? Und so, ne? Wohlgemerkt. Aber von den Stimmen war es da die Mehrheit. Aber generell beim Kämpfen her, Solo und Team natürlich, ist schon nicht ohne. Vor allem sind es genau dieselben Prozente, warum auch immer. Was für ein Zufall. Aber dafür haben wir, und wie ich halt auch versprochen habe, werdet ihr noch in den kommenden Parts sehen. Aber natürlich noch alles offscreen. Zum Fanclub leider noch schön offscreen gezockt. 21 Supermuscheln erhalten, wunderbar. Splatfest-Shot natürlich auch zurückgegeben, wunderbar. Und da bekommen wir erstmal erklärt: Mit Supermuscheln kannst du deine Ausrüstung verbessern. Du bräuchtest nur jemanden, der weiß, wie man das macht. Schätzungsweise findest du so jemanden am Degaturm. Und überleg dir gut, wie du die Supermuscheln verwendest. Sie sind selten und wertvoll. Das ist auf jeden Fall klar. Und wer das natürlich macht und was für eine grandiose Anspielung das war, weil man es sowieso gecheckt hat und das ist ja sowieso klar, ist der gute Sylt. Hey, was läuft? Hey, ich fördere Supermuscheln. Mit denen könnte ich deiner Ausrüstung neue Felder geben. Na, interessiert? Du kriegst mehr Effekte auf deine Ausrüstung und Sigi kriegt seine Supermuscheln. So hat jeder was davon. Und wenn du keinen Platz mehr für neue Felder hast, kann ich einen Effekt ausbauen und dir als Effektfragment geben. Denk drüber nach. In der Arena kann man mehr Felder und Effekte immer brauchen. Also dann,
Gib mir eine Supermuschel und du kriegst ein neues Feld. Astreiner Deal. Können wir ja gerne schon mal versuchen. Das wären aber jetzt hier die Zusatzfelder, ne? Auf welches Ausrüstungsteil soll ich dir das neue Feld draufpacken? Kostet dich eine Supermuschel. Wenn kein Platz mehr für neue Felder ist, kann ich auch die Effekte austauschen. Ja, so viel habe ich jetzt leider nicht zur Verfügung. Aber, ja. Achso, ja, das ist das. Ja, wie aus dem ersten Teil halt, klar. Ich wusste es erstmal gar nicht, aber ist halt genau dasselbe Prinzip wie halt aus dem ersten Teil. Na, nochmal. Aber das reicht auch erstmal. Aber zum Glück verlangt er nur eine Supermuschel. Wenn es gleich zwei oder drei waren, wäre es ein bisschen übertrieben. Aber okay, gut. Ja. Dann haben wir das soweit jetzt auch. Das Endergebnis, naja, ist okay. Aber irgendwie hatte ich schon so ein komisches Gefühl. Aber was sowieso immer wieder ein bisschen doof ist, dass wir halt das Bettverschalt abgeben, ist halt klar, logisch. Aber dann die Standardbekleidung wieder haben. Warum das nicht automatisch zur vorherigen gewechselt wird, also was man halt als letztes anhatte. Das ist irgendwie dumm. Aber naja, gut. Ist auch egal. Das war's jetzt schon. Ich wollte nur ein kleines Video machen, wie mit den Endergebnissen, wie damals aus dem ersten Teil, wie ich das so gemacht habe. Aber zum Glück nicht wie damals, wo ich es noch abgenommen habe. Abgefilmt mit so Kamera, Handy, jede, wie dem auch sei, ist auch egal. Ja, aber es hat Spaß gemacht, es war schon cool. Und das Einzige, was auch von mir positiver Seite sagen kann, dass ich zwei Stufen gut gemacht habe, weil ich war Stufe 13, jetzt bin ich Stufe 15 und ja, mehr will ich jetzt nicht sagen. Es werden noch die Parts noch kommen, weil ich denke mal jetzt hier, dieses kleine Video wird etwas eher kommen als auch die restlichen drei Parts. Zwei Parts sind noch da und das wird auf jeden Fall jetzt gleich danach kommen. Die anderen drei werden entweder noch im Laufe des Tages kommen oder noch auf die Tage noch verteilt. Mal schauen, wie ich es mache. Und ja, dann würde ich sagen, das war's von meiner Seite. Ja. Wie fandet ihr das Endergebnis? War es schön? Nicht schön? Habt ihr überhaupt beim Splatfest teilgenommen? Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut!